Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ja, im heutigen Video wollte ich mein Digitalpiano unboxen. Bevor aber das Video losgeht, muss ich erstmal eine Sache loswerden. Und das ist, dass ich dieses Video jetzt einen Tag später nochmal aufnehmen musste, da ich sehr viele Probleme hatte mit dem Ton, mit dem Bild. Und ich war generell nicht so zufrieden, deswegen mache ich jetzt alles neu. Aber jetzt geht's ganz normal weiter. Ich werde euch jetzt erstmal von gestern ein paar Bilder einblenden, wie ich mein Digitalpiano Alesis Recital Pro ausgepackt habe. Tut mir leid, dass teilweise der Ton nicht so gut ist, aber schaut erstmal, wie ich es ausgepackt habe, weil sonst wäre es ja kein Unboxing. Okay, ich mache das dann jetzt einfach mal auf. So, dann klappen wir das mal auf und gucken mal hier rein. Gut, dann würde ich sagen, machen wir auch direkt weiter mit dem Piano. Ich habe es natürlich jetzt schon aufgebaut und ich würde sagen, wir gehen da jetzt auch direkt rüber, dass ich euch zeige, was kann das Piano und wie ist der Sound. Klar, ihr habt jetzt den Sound dann von diesem Mikrofon, aber dass ihr mal ungefähr seht, wie ist das Piano überhaupt oder was kann es eigentlich. Gestern hatte ich das Problem, ich kannte mich mit dem Piano überhaupt nicht aus. Das ist heute schon etwas anders, ich kenne mich schon nicht 100% damit aus, aber ich kann euch auf jeden Fall schon besser zeigen, was ich alles so mit dem Digitalpiano machen kann und was nicht. Okay, bevor wir jetzt starten, hier seht ihr schon, ich habe jetzt einmal hier das Teil hier dran gemacht. Ich mache es aber jetzt direkt ab, damit ihr auch seht, was ich hier eigentlich mache. Deswegen nur mal so nebenbei, hier ist es und das kann man halt hier so dran machen. Also so Notenständer in der Art kann man halt ganz einfach hier so dran machen und auch ganz einfach wieder rausmachen, wie ihr gerade gesehen habt. Und ja, jetzt zeige ich euch erstmal, wie das hier aussieht und was es kann. Ich zeige euch jetzt erstmal ein paar Fakten über das Piano. Das Digitalpiano heißt Alesis Recital Pro und das hat 88 Tasten, hat 12 unterschiedliche Klänge, darauf gehen wir jetzt gleich noch ein, hat einmal 20 Watt Lautsprecher, zwei Stück, hat ganz viele Modis, Übungsmodus, dann könnt ihr halt so einen Lesson-Modus, das heißt, ihr könnt das einmal teilen, das gehe ich auch gleich nochmal genauer drauf ein. Dann könnt ihr aufnehmen, könnt einmal ein Metronom anmachen, auch die Geschwindigkeit und alles einstellen, ich glaube, das ist auch klar. Und dann gibt es noch hier so Modus, einmal Modulation, Chorus und Reverb. Ich weiß jetzt noch nicht genau, was das bringt. Reverb ist halt eher so Hall, aber da gehen wir auch jetzt gleich noch ein bisschen genauer drauf ein. Dann gehen wir direkt mal hier vorne an die Anschlüsse. So, als Anschlüsse haben wir einmal den Power-Anschluss, das heißt, dass ihr darüber Strom in das Piano geben könnt, dann einen Sustain. Sustain heißt, ihr habt ein Pedal da unten, das habe ich mir einfach noch dazu gekauft, das ist nicht dabei, genauso wie hier das Gerüst, das ist auch nicht dabei, das habe ich mir extra gekauft. Dann habt ihr nochmal einmal einen Rechts- und Links-Anschluss, also für Boxen zum Beispiel anzuschließen, ein Phone für Kopfhörer zum Beispiel und einen USB-MIDI-Anschluss, damit ihr das über einen PC anschließen könnt, um da irgendwas zu bearbeiten an Sounds und sowas. Da kenne ich mich auf jeden Fall noch nicht so gut mit aus. Gut, dann wollte ich noch sagen, ich habe ja gerade gesagt, man kann das über Kabel anschließen oder Batterie betrieben. Also dafür braucht ihr dann so dicke Batterien. Aber ich wüsste jetzt nicht, wann ich mal mit Batterie das Ganze verwenden würde. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt mal an. Ich hoffe, ihr seht das da oben alles. Das geht jetzt an und ihr habt jetzt schon gesehen, hier geht das Display an. Da kommt jetzt einfach nur so eine Art von Piano und dann steht da 110, also Tempo vom Metronom. So, ihr könnt ja einmal das Volumen einstellen, also hier ist der An- und Ausknopf, dann könnt ihr hier, wie laut es ist. Dann habt ihr hier einmal Demo, da könnt ihr Musik hören, die halt schon hier drauf ist. Dann habt ihr die Aufnahmemodus, Funktion zum Einstellungen machen, Metronom, dann Transpose, ich weiß jetzt nicht genau, was das ist. Dann könnt ihr hier die ganzen Sounds machen. Das sind alle Sounds hier oben. Dann hier unten gibt es halt diesen Split Mode, Layer Mode und Lesson Mode, den ich gerade eben genannt habe. Und dann einmal die, wo ich mich jetzt noch nicht so gut mit auskenne. Dann habt ihr hier einmal noch dieses Rad. Damit könnt ihr jetzt hier so die Sounds noch ändern. Könnt aber auch allein hier so drauf drücken. Das heißt, zweimal, dann habt ihr den Sound, der da drunter liegt. Und einmal drücken, also blau, habt ihr den, der oben drauf steht. Dann zeige ich euch gerade noch das Metronom. Das macht ihr einfach an.
genau, also das ist jetzt nichts Besonderes, ist halt ein Metronom. Gut, dann habt ihr das schon mal ungefähr gesehen. Wir gehen jetzt direkt auf den Sound und da könnt ihr jetzt mal hören. Ich spiele auf jeden Fall gleich nochmal was vor. Ich muss aber dazu sagen, ich bin noch nicht lange am Spielen. Ich habe, glaube ich, jetzt erst 1-2 Monate so richtig gespielt, aber auch auf einem anderen Klavier. Also da waren die Tasten auch viel kleiner, also eher so ein Spielzeugklavier. Wir haben hier eine richtig gute Mechanik drin, das ist eine Hammermechanik. Da könnt ihr auch mal hören, wenn ich jetzt locker hier drauf schlage, da ist es leise. Und wenn ich jetzt fester drauf schlage, jetzt spiele ich einfach mal was ganz Kleines vor, damit ihr mal hört, wie sich das ungefähr anhört. Gehen wir auch direkt mal auf die Sounds. Also ihr habt einmal das normale Piano, dann habt ihr einmal ein breites. Was ich sehr, sehr schön finde, ist dieser Layer-Modus. Da könnt ihr mehrere Sounds übereinander legen. Und das ist zum Beispiel hier ganz schön, wenn man halt diesen Layer-Modus reinmacht und spielt dann. Finde ich sehr, sehr schön und mir macht das so Spaß, hier drauf zu spielen. Und vor allem, es hört sich so schön an, so klar. Und das könnt ihr natürlich auch mit Kopfhörern hören. Finde ich auch sehr cool. Aber hier die Lautsprecher, die finde ich schon sehr, sehr, sehr gut. Also ich kann mich wirklich nicht beschweren. Dann habe ich ja gerade eben gesagt, gibt es noch einen Aufnahmemodus. Da drücke ich einfach den Demo und den Play-Button zusammen. Und dann blinken die beiden. Und jetzt spiele ich einfach, sag ich mal, die Tonleiter. Dann drücke ich die 2 nochmal und drücke dann auf Play und dann spielt er das. Genau, das ist ziemlich praktisch, weil ihr könnt halt einfach spielen, ein ganzes Lied, ihr könnt auch 2-3 Minuten spielen. Macht dann noch wieder auf Play und dann könnt ihr euch das mal anhören und seht so, okay, da muss ich nochmal was verbessern oder da muss ich mal noch was verbessern. Und das finde ich sehr, sehr cool gemacht. Den Split-Modus, damit könnt ihr mehrere Sounds, sag ich mal, hier ist ein anderer Sound. Wie hier. Also das ist jetzt der Split-Modus, dann könnt ihr den Bass zum Beispiel halt so ganz tief spielen und das hier könnt ihr halt ganz laut spielen. Dann gibt es einen Layer-Modus, der weiß ich, achso, das war das, was ich gerade eben gesagt habe, dass man halt diese Geigenmusik oder wie man das jetzt da nennt, noch über das Piano macht. Dann der Lesson-Modus, das heißt, ihr habt jetzt, ich glaube hier, genau denselben Sound, also das ist egal, wo ihr jetzt drauf spielt, das teilt sich irgendwann auf und man kann auch dasselbe einstellen, wann sich das aufteilt, ob sich das hier aufteilt oder hier aufteilt. Also das ist jetzt zum Beispiel für die Leute, die halt mit Lehrern zusammen am Piano sitzen, dann kann der eine hier sitzen und spielt dasselbe, wie der Schüler hier sitzt. Und das ist für die ganz schön. Ich brauche es jetzt persönlich nicht so. Ich werde auf jeden Fall noch in 2 oder 3 Monaten nochmal ein Kurzreview machen, nach 3 Monaten oder so. Ich werde auf jeden Fall euch jetzt noch was vorspielen und dann könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie euch das Video gefallen hat.
So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst unbedingt ein Like da, abonniert meinen Kanal, wenn ihr kein weiteres Video verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Ciao.